möchte ich ein einfaches Mäppchen gestalten für 4 ATC-Karten. Und zwar habe ich eine grobe Idee im Kopf und hoffe, dass ich die hier mit euch umsetzen kann. Jetzt brauche ich aber als allererstes mal einen Schluck Kaffee, um die grauen Gehirnzellen in Schwung zu bringen. Okay, also ich habe mir hergenommen einen Kartenrolling von Action, ganz normalen, stinknormalen C6 Kartenrolling. Ihr könnt den natürlich auch selbst falzen, schneiden und falzen, ne? Könnt euch den selbst machen, wie ihr möchtet. Dann habe ich überlegt, ich nehme auch kraftfarbenes Papier und schneide mir davon in der kurzen Seite jeweils 6 cm. Ich brauche also 2 von diesen Streifen. Na komm schon. Jo, merkt man wieder, Papier ist natürlich wieder nicht gerade, aber ist egal. Das kriege ich schon hin. So, 6 cm. Eieieiei, das hört sich ja an. Jo. Und ein zweites. Okay. Dann kann das Brett erstmal. Nee, gar nicht. Kann auch gar nicht zur Seite. Ich lüge. Diese Streifen werden jeweils bei, ich mach mal so rum, bei 3 cm gefalzt. Ups, das glaube ich war zu heftig. Naja, ich hoffe, es geht gut, es geht gut. So, da auch bei 3 cm. So. Ja, hier habe ich besser gemacht. Hier habe ich zu stark. Hoffentlich reißt es nicht, das wäre ärgerlich. Und an der langen Seite bei 2 cm. Hattet jetzt kaum mitgenommen. Egal, ich mache das Ganze nochmal. Also bei der langen Seite 2 cm. Und an den kurzen Seiten jeweils 3 cm. Jetzt kann das Brett weg. Jetzt falze ich mir das mal hier. Ja, das wusste ich. Das ist natürlich jetzt hier der Vorführeffekt. Ist ganz, ganz toll. Ich glaube, ich falze da nochmal nach, weil es ist ja echt blöd geworden. Also bei 2. Okay, sollte jetzt besser funktionieren. Das ist trotzdem ein bisschen Frickelei hier. So. Jawohl. Bist du nicht willig, so benutze ich Gewalt. Nein. Weil das hier die Einstecktaschen dazu werden, wo die ATC-Karten anschließend reingesteckt werden. Ja, einmal. Gar nicht, das war alleine schon so kräftig gefeilt, fast schon zu gut. So, das übliche Prozedere kennt ihr ja hier.
die Ecken anschrägen. Ich mache es dann eigentlich ganz gerne so, aber das wäre ein bisschen zu viel, deswegen mache ich das jetzt so. 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 Na? Dann haben wir. Die sollen nämlich hinterher so rein. Beziehungsweise ich habe vor, die außen zu kleben. Seht ihr, was ich meine? So. Aber erstmal muss ich jetzt die Papiere zurechtschneiden, die hier drauf sollen. Und zwar brauche ich 4 Stück. 2 für innen und 2 für außen. Das mache ich mal eben alleine. Ich suche mir jetzt welche raus und mache das mal eben und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Bevor es jetzt mit der Kleberei losgeht, habe ich mir hier erstmal in etwa die Mitte ermittelt, weil da ein Bändchen drauf kommt für den Verschluss. Ich mache da jetzt gar kein langes Federlesen. Da kommt jetzt einfach Flüssigkleber drauf. Ja. So. Ich nehme hier ungefähr die Mitte des Bandes und fange nämlich dann auch von hier an, von der Falz an. Zack, drauf. Und hier auch. Jetzt ratzifatzi, damit ich das Büchlein hinterher schön verschließen kann. Ne? So. Wer mag, kann das auch von außen dann kleben, aber ich wollte es jetzt hier drunter verstecken. So, hier habe ich also meine 4 Papiere rausgesucht. In diesem Fall sind es Federmotive. Ich fange an, die. Ja, ich glaube, ich beklebe die zuerst von innen. So. Ne? Habe ich mich vermessen? Nö. Doch ein bisschen schon. Ich habe mich ein wenig vermessen. Warum? Keine Ahnung. Aber jetzt ist es so. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Also achtet darauf, ne? Wie ihr messt. Nicht so wie ich. Ja, ich lege das mal hier zuerst an. So, das ist schon okay. Ein bisschen
Ich schieb's doch ein bisschen nach da. Alles klar. Ich hatte kürzlich bei Amazon hier diese Folientütchen für ATC-Karten oder Sammelkarten, je nachdem. Generell so Sammelkarten, manche sammeln ja ihre Pokémon-Karten oder so auch in so Tütchen. Die hatte ich schon in meinem Einkaufswagen und dann habe ich überlegt, nee, du musst ja jetzt nicht auch noch jedes einzelne Kärtchen auch noch in so einer Plastikfolie verpacken. Das ist doch Blödsinn. Da kann man doch andere Alternativen zu finden, ja. Und da ich kürzlich schon mal ein ähnliches Mäppchen gebastelt habe, ihr habt das nicht gesehen, aber ich habe eins gemacht, habe ich mir überlegt, man kann ja generell, wenn man ATC-Karten verschickt, die eigentlich generell auch schön in Papier verpacken. Ja. Und das kann man doch idealerweise in solchen Mäppchen. So, jetzt kommt der knifflige Punkt. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das hier mache. So. Mit der Aussparung hier für das Bändchen. Und ich mache das einfach jetzt so. Ich gehe einfach hier ungefähre Linie nach und dann schneide ich das einfach weg. So, einmal da. Sollte das funktionieren. Ja, das tut es auch. Seht ihr? Ja. Und weil es so schön ist, werde ich es jetzt direkt ankleben. Schieben. Laschen runter. Und die kurzen Laschen auch ankleben. So. Und das Ganze wiederhole ich jetzt auf der anderen Seite. Wieder den Stift. So.
Na, hier hat sich jetzt ein bisschen verschoben, aber ich kann ja noch mal nachschneiden. Ein kleines bisschen. Ja, dann stimmt es ja auch wieder. So mache ich das. Und die Seiten. So. Ja. Na, nicht abgehen hier. Da, da haben wir also die Laschen für die Karten. Dann machen wir jetzt von außen noch die Außenpapiere. Ja, ich ziehe das Ganze hier ein bisschen in die Länge, damit ihr was zu gucken habt. Nein, war Spaß beiseite. Im Prinzip ist das eine schnelle Sache und wenn ich es vorher schon alleine mal gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich jetzt viel schneller gegangen. Aber so ist das nun mal bei WatchMe's, ne? Ist kein Tutorial, ist nur ein WatchMe. Ihr sollt euch ja nur Anregungen holen können und keine genauen Anleitungen, ne? Einfach nur zuschauen. So. Pi mal Auge drauf. Egal, welche was gerade vorne, was hinten oder oben oder unten ist. Jetzt noch, jetzt habe ich 4 Stück hiervon, weil die Reste nämlich waren. Was mache ich denn jetzt? Nehme ich die, ne? Ja. Oder? Ne, die. Dann sieht das so aus, als wäre es gewollt. Seht ihr? Ihr wollt es. Genau so mache ich das jetzt auch. Ich nehme mal die große hier.
Ich habe ja immer noch nicht meine Schneideklinge ausgetauscht, ne, weil ich ja zu geizig bin. Die schneidet echt nicht mehr so schön aus. Habe ich das falsch rum gemacht? Na klar. Mal runter hier. Glaub ich. Oder? Nee, doch nicht. War richtig. Dumm, die dumm, die dumm. Okay. Ja. Ja, gut. So. Ach ja, ist auch ganz hübsch geworden. So, vom Prinzip her ist es ja schon fertig. Ihr könnt das natürlich jetzt hier noch ordentlich ausdekorieren. Ihr könnt da draufschreiben für ATC-Karten, wie auch immer. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt eben, dass die ATC-Karten da reinpassen. Ich habe hier welche. So, nämlich 4 Stück. Passen da locker rein. So. Und so. Und so. Also. Ich finde ein tolles Mäppchen, um ATC-Karten zu verpacken. Ne? Kann man hier ganz einfach mit dem Schleifchen verschließen. Ihr könnt euch natürlich auch einen anderen Verschluss machen. Aber es ist eine elegante Art, finde ich, um ATC-Karten zu verschicken. Denn mal Hand aufs Herz, wer verschickt denn nur eine ATC-Karte? Die meisten verschicken mindestens ein Quartett. Heißt das Quartett? Ja, 3 sind ein Trio. Dann sind 4 ein Quartett. Okay, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.